Hi und herzlich willkommen hier aus dem Dojo. Heute ein Kommentar zum Thema Leistungssport. Und zwar möchte ich auf das Paradigma eingehen: Training für Leistung und Training für Lebendigkeit. Nun, aktuell ist es so, viel wird über Leistung trainiert. Ja? Jeder ist darauf ausgelegt. Beinahe ist es so, dass derjenige, der das beste Programm hat, das beste Training, der gewinnt im Sport. Ja? Ob es jetzt im Fußball ist oder ob es im Kampfsport ist, ob es im Kanu ist, wo ich herkomme, es spielt keine Rolle. Je nachdem, der die beste Trainingsprogramm hat, gewinnt. Dummerweise gibt es dann aber immer wieder so Koryphäen im Sport, die dann alles auf den Kopf stellen und sagen so, wieso klappt das bei dem und wieso stellt er alles in Schatten, bricht Rekorde und das, weil er nicht mehr unbedingt konventionell trainiert. Und das liegt daran, weil solche Menschen für Lebendigkeit trainieren. Ja, das bedeutet ganz einfach, sie lernen sich in dem, was sie tun, selbst zu verwirklichen. So, wenn wir nach einem strikten Trainingssystem arbeiten, was keinen Raum für die Kreativität des Sportlers lässt, dann stumpft es ab. Ja, wir sind nicht in der Lage, Quantensprünge zu machen im Sport. Und die sind aber sehr wichtig. Denn sobald der Sportler in der Lage ist, innovativ zu handeln, aus seinen eigenen Fähigkeiten heraus, dann wird es auch interessant. Ja? Damit zahlen Zuschauer auch Geld und wollen wieder die Spieler spielen sehen. Ja? Weil die es schaffen, Probleme in blitzschnelle, sekündlich sofort zu lösen. Ja, das ist der Sport, der begeistert und der so viele Leute inspiriert. Deswegen sage ich immer, wer für Leistung trainiert, wird scheitern. Aber der für Lebendigkeit trainiert, wird Leistung bringen können. Mit diesem kurzen Kommentar zurück an dich. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen zum Überlegen gebracht. Wenn dich interessiert, wie ein für lebendigkeitszentriertes Training aussehen könnte, schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei oder sicher dir gerne ein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.